Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Staatssekretärin, herzlichen Dank für den ausführlichen Bericht, den Sie uns zum Ende dieser Wahlperiode vorgelegt haben. Er zeigt ja zusammen mit den Kennzahlen, die Sie diese Woche vorgelegt haben, die Bedeutung der Branche für Deutschland, für die Bundesländer und auch für die Kommunen. Und Sie haben die Zahlen ja vorhin genannt. Das ist ja schon außerordentlich, auch wenn man das mal in Relation setzt zu anderen Branchen. Und alleine deshalb ist es schon wichtig, dass wir heute darüber im Deutschen Bundestag diskutieren. Der Tourismus ist eine tragende Säule der deutschen Wirtschaft mit hoher Relevanz, gerade für unsere Regionen. Und das ist außerordentlich wichtig, auch das mal im Deutschen Bundestag zu debattieren. Die Zahlen sind gut, Sie haben sie vorhin genannt. Die Übernachtungen sind im vergangenen Jahr um 11 Millionen gestiegen. Das ist definitiv ein Grund zur Freude. Es ist aber kein Grund, sich zufrieden zurückzulehnen. Und es gibt zahlreiche Aufgaben und große Herausforderungen für die Tourismuspolitik, die darüber entscheiden, ob wir uns in den kommenden Jahren zu einem zukunftsfesten Standort entwickeln. Und ein Punkt ist dabei ganz wichtig, der nach Trumps Ankündigung aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen zu wollen, zum Glück wieder ganz oben auf der Agenda steht. Das ist die drohende Klimakatastrophe. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle wissen, dass der Tourismus ja wie keine andere Branche auf eine intakte Umwelt und auskömmliche Lebensbedingungen angewiesen ist. Und diese Einsicht und was daraus auch im Regierungshandeln folgt, das kommt mir im Bericht noch etwas zu kurz. Da hätte ich mir mehr gewünscht als den Verweis auf die Mitgliedschaft Deutschlands in der globalen Partnerschaft für nachhaltigen Tourismus. Und ich sage das auch ganz deutlich, der Tourismus kann da einen wichtigen Beitrag leisten. Wir haben vorhin gehört, wie groß die Branche ist. Nicht nur um des Klimaschutzes willen, sondern auch zur Bewahrung seiner eigenen wirtschaftlichen Grundlage. Und das muss in der kommenden Wahlperiode deutlicher werden. Aber wir haben ja auch noch andere Herausforderungen, die wir in den kommenden Jahren noch nachdrücklicher angehen müssen. Und Sie haben sie ja im Bericht adressiert. Die veränderten globalen Sicherheitsbedingungen sind da ebenso zu nennen wie der demografische Wandel, die Digitalisierung, das Thema Fachkräftemangel. All das sind große Herausforderungen, für deren Bewältigung man die Weichen jetzt stellen muss. Und diese Veränderungen bringen ja nicht nur Risiken, sondern die bringen ja auch Chancen für den Standort. Wenn wir es schaffen, dass noch mehr Menschen das eigene Land entdecken, wenn wir es schaffen, dass nicht nur die Städte von dem Boom profitieren, sondern auch der ländliche Raum, dann haben wir einen großen Schritt vorangemacht. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bin ich fest davon überzeugt, dass wir einen Masterplan für den Deutschlandtourismus brauchen, damit wir langfristig ein qualitativ hochwertiges touristisches Produkt halten und ausbauen können. Und da müssen wir uns der Frage stellen, wie wir die Finanzierung von Innovation und Weiterentwicklung verbessern können. Da ist für viele zu undurchsichtig, und die Banken sind bei niedriger Eigenkapitalquote auch oft nicht bereit, da zu finanzieren. Und insbesondere in den ländlichen Regionen schlummern hier noch immense Potenziale, von denen die Menschen vor Ort profitieren können. Wir brauchen mehr Kooperation und Koordination, und wir brauchen weniger Kirchturmdenken. Und da haben wir in dieser Wahlperiode mit den Modellprojekten Kulturtourismus und Tourismusperspektiven für den ländlichen Raum tatsächlich einen Anfang gemacht. Aber wir alle wissen, dass Modellprojekte am Ende oft nicht nachhaltig sind. Und das touristische Ungleichgewicht zwischen Stadt und Land ist immer noch enorm. Und deshalb sage ich auch ganz deutlich, das Engagement für den ländlichen Raum muss in der kommenden Wahlperiode abseits von Modellprojekten verstetigt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht nur der Bericht zeigt ja auf, welche Aufgaben noch vor uns liegen. Auch in vielen Expertengesprächen, in Anhörungen, die wir im Ausschuss hatten, ist das deutlich geworden. Barrierefreiheit, Mobilität, Netzausbau, Verbraucherschutz sind da exemplarisch zu nennen. Und, das ist auch angesprochen worden, am Beispiel der Reiserechtsnovelle ist ja einmal mehr klar geworden, wenn wir unsere Mitwirkungsrechte auf europäischer Ebene umfassend nutzen und europäische Initiativen mitgestalten wollen, müssen wir uns künftig frühzeitiger untereinander und mit den Adressaten koordinieren. Auch da gibt es noch Luft nach oben. Und die Kolleginnen, die vor mir gesprochen haben, haben das ja auch gesagt. Ich glaube, wir brauchen eine aktivere Rolle des Bundes in der Koordinierung. Und das ist überhaupt nicht leistbar mit einer Beauftragten und neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines Referates, wenn die auch noch so gut arbeiten. Und Frau Kassner hat das ja vorhin sehr deutlich gemacht. Ein Land, das so viel Wertschöpfung durch den Tourismus hat und in dem so viele Menschen vom Tourismus leben, braucht eine gut ausgestattete politische Koordination in diesem Bereich.
Und ich sage auch deutlich, wir brauchen kein eigenständiges Tourismusministerium. Aber das Tourismusreferat im Wirtschaftsministerium muss personell besser ausgestattet werden und besser mit den Referaten verzahnt werden, die in anderen Ministerien Tourismuspolitik machen. Auch da gibt es im Übrigen Kirchturmdenken, wenn in 12 Ministerien irgendwie Tourismuspolitik in diesem Land gemacht würde. Da wäre schon viel gewonnen, wenn klar würde, wer den Hut auf hat und sich das auch personell widerspiegeln würde. Zum Schluss, Frau Staatssekretärin, möchte ich Ihnen, aber auch den Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses für das kollegiale Miteinander in den vergangenen 4 Jahren herzlich danken. Wir haben trotz manchmal unterschiedlicher Auffassung in der Sache gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Ein herzliches Dankeschön auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht nur in den Büros, sondern auch im Ausschuss, im Tourismusreferat des Wirtschaftsministeriums. Da wird sehr gute Arbeit geleistet, und das muss an dieser Stelle auch mal gesagt werden. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Und vielleicht können wir den anderen Dank dann immer in die Rede einbauen und nicht immer hinten anhängen. Gabriele Hiller-Ohm für die SPD.